So, ich weiß jetzt nicht, in welchen Part das jetzt reinkommt. Ich nehme es gerade nach Part 9 auf. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was das Level so zu bieten hat. Ich glaube, ich habe gerade die erste Münze eingesammelt und deswegen. Und deswegen habe ich das Ganze versaut oder so? Komm, Yoshi. Okay, wer war da nicht gerade noch an? Oh nein, das ist ein mancher Level. Was ist das für Musik? Also, warum kommt die jetzt? Habe ich einen blauen Schalter aktiviert, um es zu merken? Nein, Yoshi! Okay, ich versuche mal die Münzen einzusammeln. Auch wenn es ziemlich bescheuert ist. Ich hole jetzt wieder Yoshi. Ich kann nur hoffen, dass die Plattformen respawnen. Ach, shit, Alter, warum mache ich das? Okay, Yoshi wäre schon los. So wie mein Power-Up. Aber diesmal habe ich wenigstens reagiert, was das Abspringen angeht. Perfekt wäre es, glaube ich, wenn man hier noch einen mitnimmt. Ach, da kann man Leben farmen. Kann man jetzt hier. Ich hätte es nicht probiert sollen. Ich hätte es nicht. Einfach ans Ziel kommen. Warum probierst du was immer? Oh Mann. Wie er da steht. So, wo führt das hin? Gute Frage, wo das hinführt. Oh, jetzt weiß ich, wo das hinführt. So, hier hin. Okay. So, sozusagen eine Abkürzung? Nicht wirklich. Weil man ja die Secret Exits machen muss. Also dann bis zum. Oder es geht weiter, keine Ahnung. So, mal sehen, wo das hinführt. Genau hier hin. Und das führt hier hin. Okay, ist sowas ähnliches wie eine Abkürzung, es ist einfach nur ein alternativer Weg. Und dann entweder bis zum nächsten Mal oder es geht jetzt los oder es geht weiter mit dem Part. Dann tschüss. Oder halt nicht tschüss. So, das nehme ich direkt nach dem siebten Part auf. Das war das Chocolate Secret. Mal sehen, wie es läuft. Ich denke mal, das kommt auch in den Welt 8 Part. Und dann die Welt 8 Parts. So sollte das jetzt nicht laufen. Am besten ich hole mir mal Power-Ups. So, dann ist Mario halt jetzt dran. Habe ich auch nichts dagegen. Okay, so geht es natürlich auch. Yep, selbst die kann man besiegen. Man muss, glaube ich, achtmal drauf springen. Okay, was ist der Sinn davon?
Was ist der Sinn davon? Gar nichts, okay. Windows. Fuck. Oh, weg hier, bitte einfach. Okay. Das wäre geschafft. Achso, genau das. Ach Mist, das Rutschen funktioniert ja nicht. Man muss ein Panzer vorkicken und dann darf man erst rutschen. Stimmt ja. So, das mache ich ganz einfach. Wenn man weiß, dass es möglich ist, ist das total einfach. Oh ja, hätte ich mich wahrscheinlich beeilen müssen. Ne, ich schaff's noch. What the fuck? Ich hasse sowas. Was ist das? Das war's doch jetzt, oder? Nice. Und wo führt das hin? Okay. Weiter geht's mit Super Mario World. Und diesmal bin ich in der letzten regulären Welt. Und das ist jetzt das Sunken Ghost Ship, beziehungsweise das versunkene Geisterschiff, wie man es auf Deutsch nennen würde. Und diese Passage ist sehr schwierig. Weil man hier ziemlich gut ausweichen muss. Und die Physik halt auch nicht so einfach zu kontrollieren sind. Verschwindet. Zack. Reicht das? Der kann ruhig herkommen da oben. Okay. Versuch mal hier unten zu bleiben. Und jetzt hoch. Okay, hier ist noch ein so ein Ding. Dreh mich mal lieber so rum. Und runter. In die blaue Röhre. Zur Hölle. Mit dem Pilz? Ich treffe rein gar nichts, oder? Nein! Okay, eine Yoshi-Coin habe ich bekommen, aber... Ich habe Angst. Ach, das war's. Okay. Das war jetzt anscheinend so ein Ereignis-Exit. Weil jetzt das hier passiert. Der Eingang zum Valley of Bowser baut sich auf. Und es kann direkt mit dem ersten Level losgehen, und zwar Valley of Bowser 1.
Und wieder die schöne Untergrundmusik. Okay, ich gehe mal lieber unten lang. Wobei, gehe ich lieber unten lang? Also auch. Okay, hat sich null gelohnt, aber. Aber egal. What the fuck? Yay. Den lasse ich lieber erstmal runterkommen. Hier oben lang. What the fuck? Jetzt gehe ich hier lang. Okay, gut, hier ist ein Checkpoint, aber ich warte lieber erstmal ab. Okay, es hat nichts gebracht, abzuwarten. So, wie soll ich bei dem Mann schon drüber kommen? Ach, ich kann es mir denken. Und zwar so. Zack. Und Mond. Gehst da rein? Warum platziert man hier eine Röhre, wenn es dann nicht reingeht? Okay, ich bleib wieder oben. Ja, komm. Okay, hier ist nichts weiter los. Ich habe schon 3 Yoshi-Coins. Ich versuche nicht mal, die zu sammeln. Möchte da so drüber? Hm. 4 Stück sogar. Ach, ich komme nicht mehr hoch. Achso, jetzt gehe ich hier lang. Wieder hoch. Mist. Brauch Anlauf. Und jetzt geht's. Lass dir mal ein Bild drin, damit kein neuer spawnt. Stirb, 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 stirb. Danke. Ich habe alle Yoshi-Coins gefunden, als ob. Holy shit, ich dachte gerade, ich falle da unten so rein und bin dann tot. Müssen da unten jetzt so viele von den Typen rumstehen? Geh mal kurz weg. Reicht einer nicht? Ja, okay. Toll. Kann man... Okay, das geht. Ich würde mal testen, ob man die mit den blauen Blöcken besiegen kann. First try, das ist auch gut. Gut gelaufen, würde ich sagen. Hm. Ich weiß nicht so recht. Ach, hier gibt's so Secret Exit. Ich habe diesmal sogar gar nicht nachgeguckt, wo das Secret Exit ist. Vielleicht kann ich mich sogar noch erinnern. Das Level kommt mir natürlich bekannt vor. What the fuck? Warum schießt er seinen Panzer da runter? Oh ja, hier muss man aufpassen, weil wenn man... Da komme ich jetzt nicht so einfach hoch. Ich warte zuerst, bis das ganz oben ist. Und dann mache ich es so, genau. Du nervst jetzt bitte nicht. Die Fledermaus hat mich gerade bekommen. Wobei man das bemerkt haben sollte. Zack. Okay, ich habe zuerst den Checkpoint geholt, weil ich dachte... Ich weiß es gerade gar nicht, ob man einen Pilz oben ins Inventar bekommt, wenn man... Nein! Da
Das ist das Level. Ich hasse es über alles. Ich hasse dieses Level so sehr. Ich weiß noch, wie lange ich für dieses Level gebraucht habe. Vielleicht schaffe ich es diesmal ja mit dem First Try. Ja, der Witz war, hier muss man warten. Ja, die Yoshi-Coins sind mir jetzt auch egal. Hier musste man warten, damit man hier lang kann und dann hier im sicheren ist. Dum, dum, dum. Ich muss sogar da lang. Ja, wenn es nach unten geht, muss ich lang. Ja, wobei ich komme auch nur lang, wenn es nach unten geht, von daher. Das Level dauert auch so lange. Ducken. Ducken kann nie schaden. Okay, sowas habe ich geahnt. Und zwar musste ich das jetzt erst runterlassen, damit ich jetzt hier lang kann, um mich dann hier abzustellen. So. Das warte ich lieber ab. Nein! Och, ich hab's nicht bemerkt. Ich hab's nicht bemerkt. Wie dumm bin ich denn? So, ich bin wieder hier. Ich glaube, ich auch gerade das Secret Exit eingefallen. Und zwar, hier muss man zuerst hier rüber. Dann hier stehen bleiben. Und dann rennen. Fuck, nein, 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 nein. Ich bleib lieber beim auf der sicheren Seite. Ich weiß nämlich noch, dass irgendeine Stelle total knapp war und ich da immer am Ende so gestorben bin. Vielleicht war es ja sogar die. Ich glaube, die könnte sogar gewesen sein. Und rein dort. Perfekt. Nein, 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 nein. Ah, utsch. Ich dachte gerade, das ist mein Ende. Ist der gleiche Shit? Und das war's, oder? Shit. Nicht mal bekommen. Also die Stange bekommen. So, und jetzt mache ich erstmal das Secret Exit. Ich gucke diesmal extra nicht nach. Aber dazu muss ich kurz Items holen.